Hallo, hier ist Hans Sessing. Wir werden uns gleich unterhalten über mein musikalisches Leben. Das Interview wird gemacht von Bernhard Egger. Was sicher viele interessiert, Gitarrenfreaks und so weiter. Welche Gitarren spielst du? Wo liegen da die Hauptpunkte, auf die du Wert legst? Welche Stimmungen? Kannst du mal ein bisschen so erzählen? Ich bin natürlich ein absoluter Gitarrenfreak selber und weil ich sehr viel in USA unterwegs war, auch schon in den frühen Jahren, habe ich natürlich wunderbare Stücke auch mich immer wieder zugelegt. Also ich habe zu Hause sicherlich 70, 80 verschiedene Wahnsinn. Gitarren und Mandolinen auch und Mandocellos und was weiß der Teufel. Also das ist eine Gitarre, die ich sehr gern habe. Das ist ein, ich habe früher sehr viel die alten Gibsons gespielt und dann hat Martin ist dann gekommen mit dieser CEO, die eigentlich also den Gibsons Sound auch sehr entspricht, aber an der Martin ist. Bist du Endorser von Martin, oder? Ich bin Endorser und wo wir jetzt in Los Angeles waren, auf der NAMM Show, ja, hat Martin mich auch angeboten, ein Signaturmodell zu machen. Echt Wahnsinn. Was ich mir natürlich wahnsinnig freue. Das ist eine Ehre. Und da habe ich mir auch schon überlegt, was das sein wird. Aber also diese Gitarre habe ich zum Beispiel immer offen gestimmt, auf offene D. Das ist D, A, D, Fis, A, D. Stimmung ist natürlich für Slide auch sehr geeignet. Ja. Das heißt, es wird eine Martin-Gitarre geben, die den Namen Hans Tessing, also eine Linie praktisch, eine sehr... Naja, die nennen das Signature-Modell oder Signatur, also da wird's, das ist dann eine begrenzte Auflage, da wird es dann 15 oder 20 Stück davon geben. Aha, okay. Und ich krieg Nummer, die eins. Serie Nummer 1, ja. Und die anderen werden dann wird es dann in Verkauf. Wahnsinn. Das ist schon mal eine Ehre, ne? Ja, ja. Super. Und wenn man da jetzt weitergeht in der Reihenfolge? Hier habe ich eine Larivé. Die habe ich immer in normale Stimmung. Eine Gitarre und passt hervorragend für diese Art von Sachen. Ja. Ich habe natürlich auch wunderschöne alte Gitarren, aber die nehme ich also nicht gern mit auf Reisen, weil die dann doch anfällig sind und das sind sehr robuste Instrumente, die einiges aushalten. Das heißt, du hast schon deine festen drei Gitarren, die ständiger Begleiter sind oder variierst du dann zwischendurch auch mal und sagst halt... Naja, das sind schon, also es kommt immer darauf an, wenn ich mit dem Auto fahre, dann kann ich halt ziemlich viel mitnehmen. Ja. Wenn ich fliege, dann habe ich höchstens eins oder zwei. Ja klar, das ist man eingeschränkt natürlich. Das ist man eingeschränkt. Mhm. Hast du, ich meine, das sind jetzt lauter akustische Gitarren, verwendest du auch mal die elektrischen noch oder ist das eher? Ich habe auch E-Gitarren, die ich besonders bei Aufnahmen einsetze, aber ich glaube, meine Marke ist schon eher
der Akustiker. Akustische Sound. Ja. Aber ich gehe auch immer durch einen Verstärker. Ja. Und für mich hat schon diesen warmen elektrischen Sound mit dem akustischen Sound, was vom Mikro kommt. Ja, ja. Früher warst du viel mit dem damaligen, mit Blue Groove unterwegs, ja. Also wie das Label heute heißt. Da war ja mehr ein bisschen noch elektrischer ausgelegt, ne, vom Sound, oder? Nein, eigentlich nicht. Also der Sound war eigentlich basiert auf Gitarre und Tuba. Ja. Also der Tuba hat die Basslinien John übernommen. Sass, ne? Und ich habe schon immer wieder elektrische Gitarren eingesetzt, aber vom Stil her ist es eher der akustische Stil. Also ich habe sie eigentlich gespielt wie akustische Gitarren. Mhm. Und besonders auch der elektrische Slide-Sound kann natürlich schon sehr viel bringen. Ja. Also ich zeige nochmal eine Gitarre. Ja. Das ist eine alte Resonator. Und die habe ich in offene G gestimmt. Also das ist jetzt hier D, G, D, G, H, D. Mhm. Das ist ganz speziell, also dieser Resonator-Sound ist auch für Slide sehr geeignet. Ist das Dobro ähnlich, oder? Ja, also Dobro ist eigentlich ein Markennamen eigentlich. Ach, okay, ja. Aber man nennt sie Dobros oder, ja. Oder Resonator. Da gibt es ja diese klassische in komplett Silber, ne? Diese ja. Bekannteste, ne? Ja, ja. Ich habe sie auch, also ich habe ziemlich viel National Resonatoren. Ich habe sogar jetzt gerade aus USA auch eine National Mandoline bekommen. Die ist sehr, sehr interessant. Mhm. Weil die Mandoline war eigentlich mein erstes Instrument. Ne? Ah ja. Bin als Zehnjähriger hat mein Vater mir mal Mandoline gebracht und da habe ich dann spielen gelernt. Der Sound taucht ja heute noch ja, immer wieder gern. Auf in deinem Live-Programm auch und so. Ich setze das schon immer wieder ein und ich habe da auch einmal, dann bin ich den Yank Richel begegnet. Das ist ein Blues-Mandolinenspieler, der bei Sleepy John Esses gespielt hat. Und eigentlich wohl der bekannteste Blues-Mandolinenspieler. Und das war dann natürlich schon ein Riesenerlebnis. Da haben wir dann auch auf zwei Mandolinen gespielt. Ja, so, das schön. Mandolinensound ist ja schon eher ungewöhnlich im Blues, muss man sagen. Ne? Also in den frühen Blues wirst du immer wieder Mandolinen hören. Ja? Also wenn du uralte Aufnahmen hast, haben die Leute schon mit Geigen und Mandolinen auch viel gespielt. Heutzutage ist halt eher selten geworden. Unüblich, ja. Ja. Habe ich bei dir, muss ich ehrlich sagen, live zum ersten Mal gesehen, ja. Dass man im Blues eine Mandoline einsetzt. Ja. Also der Rory Keller, der hat auch immer eine Mandolinennummer dabei gehabt. Mhm. Schön. Und ich kann dir noch eins zeigen, das ist ein zwölfseitiger. Ich liebe die zwölfseitigen Gitarren-Sounds von der Blues-Geschichte, so Led Belly und Blind Willie McTell und solche Leute. Diese Gitarre ist ein bisschen tiefer gestimmt, also die habe ich auf D gestimmt und die ist auf C gestimmt und
wenn man so alten Aufnahmen hört von Led Belly oder Blind Guardian McTell, die haben sogar auf B oder H runtergestimmt, also noch tiefer. Mhm. Da hat man dann wirklich einen ganz tiefen Bass, mhm. einen wunderbaren Sound. Ja, schön. Und das hier ist, die Gitarre ist eigentlich auch ein Nachbau von einer alten Stella aus Led Bellys Zeiten. Mhm. Also das ist eine ziemlich genaue Kopie. Ja. Hast du irgendwelche in deiner Sammlung, du hast ja gesagt 70 Gitarren, ne? Irgend so ein das Oberstück für dich selber persönlich dabei, wo das dir gleich einfällt, wo du sagst, das hat dir eine schöne Historie oder gibt es da irgendwas? Naja, ich habe zum Beispiel die Gitarre, die ich jetzt zu Martin bringen möchte, damit sie es mir herrichten. Also als, die Signature-Serie. Signature-Serie. Mhm. Da habe ich mal gekauft eine Martin F7, das ist eine Jazzgitarre mit F-Löcher. Ja. Aus den 30er Jahren, 37 oder sowas. Und wunderbares Rosenholz und so, also sehr, sehr schön. Und ich habe die umbauen lassen auf eine Flattop, also eine ganz normale Gitarre. Ich habe die Decke runtergenommen, mhm. unternehmen lassen und dann eine neue Decke. Also diese gewölbte Jazz-Gitarrendecke ist mhm. weg. Mhm. Und da habe ich dann so eine Gitarre draus gemacht. Und die klingt also mörderisch. Aber die ist von der Bauweise ein bisschen schwach. Also ich kann sie auf Touren eigentlich nicht so richtig mitnehmen, okay. weil da ist mir schon einmal den Kopf runtergebrochen oder sogar okay. zweimal und das kann ich nicht riskieren. Und diese Gitarre würde ich gern also auch zu Martin bringen, damit sie mir eine Signatur super, ja. Modell machen. Also das ist ein ziemlich ungewöhnliches Instrument. Mhm. Naja, ich habe diese Gitarre schon mal gezeigt. Also bei meinen Live-Auftritten verwende ich eigentlich immer auch einen Verstärker. Ich habe dann ein uraltes Teil, das ist ein Princeton Reverb, der mich schon seit 72 begleitet und immer noch wunderbar funktioniert. Das Schöne daran ist, dass es nicht sehr schwer ist, aber trotzdem schön klingt. Und meine Gitarren habe ich immer ausgestattet mit mehr oder weniger elektrisch klingenden Pickups. Also das hier ist ein alter Barker's Berry. Auf diese Gitarren habe ich auch also Schallloch-Pickups, also nicht die Piezo-Pickups, die ich nicht so mag, obwohl heutzutage schon sehr gute Piezo-Pickups in Handel sind. Und die stecke ich dann immer gleichzeitig an, also man kriegt den Sound vom Mikrofon und dann gleichzeitig auch vom Verstärker. Und das kann ich mal kurz vorführen. Also das wäre jetzt akustisch. Stecke ich das dazu. Ein bisschen Hall auf dem Verstärker. Also die akustische ist total trocken, aber da habe ich immer Hall drauf, ein bisschen. Das ist schon interessant, dass sich dann noch um einiges verändert. Ne? Also der Verstärker, die Kombination gibt dem Ganzen noch die eigene Note. Dann. Ja, kann man sagen. Aber ich bin eigentlich mit dem Verstärker angefangen in den
70er Jahren, also nachdem ich den Brownie McGee da gesehen habe im Konzert, dann habe ich mit ihm nachher gesprochen und ich habe ja keine Ahnung gehabt, ich habe akustische Gitarre gespielt und der hat gesagt, also ein Ding möchte ich dir auf jeden Fall mitgeben am Weg, steck die Gitarre an. Mhm. Und daraufhin habe ich mir einen Verstärker gekauft und bin jetzt so gewöhnt an diesen Sound, dass ich also diese Direkteingänge im Mischpult eigentlich nie verwendet habe und auch nicht mehr verwenden kann. Also das ist einfach. Ja, vor allem du hast den wirklich ganz alleinigen Einfluss darauf, wie dein Instrument klingt. Das stimmt, ne? Und also die frühen Piezo-Pickups, also die Stealth-Pickups, die waren also immer sehr, sehr scharf und für mich also so blechern. Und das hat mir nie richtig gefallen. Und wo der Amp doch ein bisschen an eine Wärme hergibt. Ja, stimmt. Also auch beim Slide hat man es gemerkt, es gibt keinen Moment, wo es irgendwie beginnt weh zu tun, weil Slide ist natürlich sehr höhig, ein sehr höhiger Sound, metalliger Sound. Ja, ne? Schön. Ja. Thank you.